bei Flo auf der Driving Range, der gerade trainiert und irgendwas an seinem Schwung macht. Und ich weiß, er hat so ein, zwei Punkte, die ihm nicht gefallen. Und vielleicht kann er uns mal mitnehmen in seine Schwunggedanken, seine Technikideen, was er gerne probieren möchte. Und darum gehe ich da jetzt mal hin. Flo. Steffen. Ich sehe, du arbeitest mit Trackman und an deinem Schwung. Ja. Was ist dein Problem? Woran arbeitest du genau? Was willst du verbessern? Was sind deine Gedanken? Erzähl mal. Also mir geht es lediglich um den Club Path, ja. Also die Schwungbahn. Wo der hinschwingt in dem Moment, wo du triffst, ja, okay. Ganz genau. Also der Trackman misst ja nicht von innen oder von außen, sondern der Schläger schwingt im Treffmoment nach rechts oder nach links. Aber es ist natürlich gleichbedeutend. Und ja. Mein Problem ist einfach, dass ich mit 5, 6, 7 Grad von innen an den Ball oder nach rechts geschwungen. Das ist zu viel, zu ja? Zu flach ist. Okay. Weil für mich ist zu flach von innen genauso ein Fehlschlag wie zu steif von außen. Mhm. Und produziert mir einfach viel zu viel Kurve. Kurve nach links? Kurve nach links. Ja, also genau. Wenn du zu hart nach, ja? nach rechts Plus schwingst, geht er da rum. Offene Gefahr, dass ich in einer Spitze treffen kann. Okay. Ja, also das sind alles so Ursachen, warum ich dann wegkommen will von zu flach von innen an den Ball. Und bei mir ist es einfach so, ich bin so, im Fachjargon nennt man das so ein bisschen gerne so einen Ebenenhooker. Ja, also das ist also ein flaches Wegnehmen des Schläger, gekreuzter, steiler Schläger und dann komme ich dementsprechend wieder super flach von innen rein. Ja. Das will ich nicht. Ich will jetzt üben, dass ich eher nach Radar, gefühlt nach außen, gefühlt nach außen wegnehme. Okay. Und das ist in meinen Augen dann der Punkt, dass ich dadurch den Schläger besser legen kann. Also ich kriege ihn in eine gelegtere Position, weil im Abschwung ist es eher unnatürlich, den dann noch mehr abzuflachen. Ich möchte quasi mit mehr ja, Unterarmrotation gerade an den Ball kommen, dass ich also 0 bekomme, plus minus 1, 2. Okay? Und das will ich jetzt mal probieren, damit der Ball nicht so viel kurvt. Also gerade legen, den Boden hacken, ist auch schwer. Manchmal mache ja, ich klar, das, dass das ich dann ist ja, das eine Pause mache. Vor allen Dingen hat sich noch nichts verändert. Ne? Ja, genau. Mach's mal in einem, versuch's doch mal in einem flüssigen Schwung, genau. Ohne. Er dreht auch noch ein bisschen weg, fand ich auch einen guten Kontakt. Ja, guck mal, genau. So, jetzt habe ich schon mal deutlich weniger. Ja. Jetzt bin ich schon nahezu. Könntest du so übertreiben, dass der sogar nach links etwas schwingt, der Schläger? Ja, ja. Mal gucken. Das war ein verhältnismäßig gerade, ne? gerader Ball. Guck mal, jetzt war ich 1-4 von außen oder 1-4 nach links, wie du gesagt hast. Und ich glaube einfach, das ist für mich der bessere Schwung, weil ich, wie gesagt, wegkommen will von Kurve, Kurve, Kurve. Eher einen geraderen Ballflug, auf den ich mich verlassen kann. Eine Kurve einkalkulieren ist immer ja, schwer. Ja, klar. Ne? Wenn du dann noch Wind hast. Ich glaube, das war auch ein ganz guter. Also er kann den produzieren. Das ist auch gut, dass er daran arbeitet. Und man muss auch an seinem Schwung arbeiten, damit man irgendwie besser wird und dran bleibt. Das sind unsere Schwungprobleme oder vielmehr Flo's Schwungprobleme. Und ihr könnt ja mal uns schreiben, welche eure Schwungprobleme sind und woran ihr arbeitet. Bis zum nächsten Mal. So, nochmal 0, ja? Ein Grad kannst du nicht steuern. Du kannst auch keine 2 Grad steuern, aber du kannst 10 Grad steuern. Oder ja, 10 Grad kannst du locker steuern.